Willkommen zurück zu einem neuen Part bei unserer Not So Berry Challenge. Ja, heute ist es soweit. Wir gehen auf das erste gemeinsame Date mit einer unserer vier guten Freundinnen. Ich habe in der Community-Funktion eine Abstimmung laufen lassen. Es war eindeutig das Ergebnis. Und zwar gab es vier Damen: die Lilly, die Nina, die Cleo und die Simone. Und die Cleo hat mit 12 Stimmen, also 86%, das erste Rennen gewonnen. Ich würde sagen, dass wir dann in ein nächstes Date entweder mit der Nina oder mit der Simone starten, weil die beide 7% hatten und jeweils eine Stimme bekamen. Und mit der Lilly gehen wir dann nach den dreien als nächstes in ein Date. So hatte ich das jetzt vorab geplant. Ich freue mich natürlich unheimlich, dass die Abstimmung so gut angenommen worden ist und dass auch so viele mitgemacht haben. Dann zeige ich dir kurz ein Kommi, was ich bekommen habe vor... Ich glaube, das war in der letzten Folge aus der ersten Staffel. Ich bin mir gerade sehr unsicher. Und zwar hat LSWS sich vorgestellt, dass ja der Cooper gay sein könnte. Heißt, er könnte homosexuell sein. Was ich auch eigentlich mir so vorgestellt hatte für ihn, dass er so in die Richtung geht. Aber er muss ja auch ein Kind bekommen. Und da hatte sie, oder er, ich weiß es aber nicht, ob es ein... sie oder er ist, hatte die Idee, dass er ja mit einem der Highschool-Schülerinnen ein Kind bekommen könnte, das dann später bei ihm abgeladen wird, so auf der Art. Die Idee finde ich total cool und ich glaube, wir würden das auch so in die Tat umsetzen. Wann genau wir das dann so angehen, weiß ich noch nicht. Wir wollen erst mal gucken, dass wir so richtig rausbekommen, okay, wo hat er wirklich Interesse dran, woran nicht. Ist er eher so der mit Frauen oder mit Männern? Deshalb würde ich sagen, starten wir ins Romantikfestival. Heute ist Samstag, wir haben jetzt noch eine Minute. Ich habe dem Kupi zwei Gruppen erstellt. Und zwar zum einen die normale Friends-Gruppe, wo jetzt gerade die vier Damen drin sind, wo wir dann noch weitere Leute einladen können, dass wir genau sehen, okay, das wären zum Beispiel potenzielle Partner. Dann habe ich ihm eine Extra-Gruppe erstellt, damit wir genau wissen, wer schon fest mit ihm in einer Beziehung war, habe ich hier schon ein paar gewesen erstellt. Deshalb haben wir hier die freien Plätze. Irgendwann werden wir die nächsten da hinzuholen, dass wir genau wissen, mit wem wir in einer Beziehung schon waren. Einfach für mich, weil ich nicht so häufig hintereinander Not So Berry aufnehme. Ja, dann würde ich sagen, machen wir hier, lass uns Romantikfestival starten. Genau, und jetzt hoffe ich mal, okididoki, da sind wir. Ah, da ist sie doch schon. Und die beiden quatschen direkt zusammen, das ist cool. Oh, gut, dann würde ich sie direkt mal in eine Gruppe hinzufügen, zur Runde hinzufügen, eher gesagt. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Ne, Cleo, die Cleo ist halt, oh, ich sehe gerade, da ist ein Haar reingerutscht. Kein Tee. Okay, keine Ahnung, was eben war. Auf jeden Fall holen die beiden sich jetzt ein Teechen und wir werden dann mal ein bisschen flirten, uns näher kennenlernen. Lasst es euch schmecken, ihr Süßen. Setzt euch jetzt hier hin. Das finde ich aber schön. Oder zur nächsten Bank. Okay, die Sims gehen aber bei mir zur zweiten Bank. Wo gehst du hin, Cleo? Hm? Bleib doch hier bei uns sitzen. Zusammen sitzen. Na komm, auf. Hä? Ein paar Bekannte haben mir von einer Party mit ein paar College-Schülern erzählt. Das könnte unsere Chance sein, der Welt zu zeigen, wie cool wir sind. Ja, nein, du stehst direkt hier bei uns. Wie kann das sein? Hm? Egal, die beiden setzen sich auf jeden Fall jetzt mal hier zusammen hin, trinken ihren Sakura-Tee. Kann es sein, dass das so heißt? Ja, Sakura-Tee. Und er wird sich dann einfach mal ein bisschen trauen und sie mal ein bisschen was fragen. Über gemeinsame Liebesbeziehungen witzeln, das kann man natürlich dann auch mal machen. Mal gucken einfach, wie sie so darauf reagiert. Wir werden mal tiefgründige Unterhaltung führen. Und direkt mal fragen, ob sie überhaupt Single ist. Dass wir das wissen. Dann machst du ihr mal ein Kompliment. Und sie ist auf jeden Fall Single, das ist schon mal sehr schön.
Sie flirtet. Wow. Sie hat ihn voll angeflirtet. Okay, sie ist nicht kokett. Okay, okay, okay. Was können wir noch machen? Du kannst mal die anregende Festivalatmosphäre ansprechen. Und können wir noch Schönes machen? Und dann können wir uns auch auf eine andere Bank setzen und vielleicht auch einen zusammenen Tanz machen. Das wäre doch auch was Schönes. Oh, die Sims und ihre Glühbirnen. Ist ja schlimm. Kokettentraum über Cleo beschreiben. Okay, dann können wir mal den Witzel machen. Mal gucken, wie sie so darauf reagiert. Okay, ich glaube, sie ist... Wir überspringen den Abschlussball. Wir wollen ja noch keinen Abschlussball machen. Und ich würde sagen, wir... Oh ja, wir machen einen langsamen Tanz mit Cleo. Und gehen dann auch so ein bisschen abseits von allen. Weil ich glaube, die beiden wollen ein bisschen eher unter sich sein. Und dann können wir auch schon mal als nächstes auswählen, dass wir mal die Blüten ein bisschen werfen. Und dann könnt ihr beim Tanzen ein bisschen flirten. So schön. Ist es nicht süß? Ist es nicht süß? Oh, wie schön. Das ist süß, das ist süß. Echt goldig. Whee! Ja, ich höre jetzt leider nicht mehr den großen Ton dahinter, weil meine Kopfhörer gerade ausgegangen sind. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall machen wir jetzt einmal weiter. Und dann kannst du ihr nochmal die Blüten werfen. Das ist immer schön. Wir können ja nochmal über die Atmosphäre sprechen. Und dann gehen wir ein bisschen romantiker auf Tuchfühlung. Beziehungstyp. Meinung über Exklusivität einholen. Okay. Dann kann er sie nochmal anflirten. Und dann knuddeln wir sie mal. Und dann schauen wir mal, was von ihr auskommt. Oh. Okay, was war das jetzt? War das ein... Nein, keine Beziehung? Oder wie? Muss man das verstehen? Hui. Okay, also hier steht auf jeden Fall auf den Sim klicken im romantischen Bereich um ein Date bitten. Diese Aktion wird freigeschaltet, indem du erfolgreich romantische Sozialkontakte durchführst, um die Beziehung zu verbessern. Okay, dann würde ich sagen, versuchen wir das einfach mal und laden sie einfach zum nächsten Mal auf ein Date ein. Cleo, was würdest du dafür sagen? Hm? Okay, sie ist scheinbar exklusiver unterwegs. Das Art Romantikfestival ist nicht so ihr Ding. Wir gucken einfach jetzt mal, was passiert. Okay, sie... Na gut, sie ist nicht kokett. Das ist der nächste Punkt. Sie ist halt nicht so der romantische Typ. Sie ist halt eher so... Der Rumschmusen Interessen fragen. Okay. Was sind das denn für neue Sachen? Ja komm, haucht ihr einfach mal ein Küsschen zu. Aber hey, der Liebesbalken steigt. Also die beiden sind scheint gut auf Wolke 7. Ach, wie süß. Kubis erste Erfahrung und ist so schön. So die erste Freundin. Na, Kubi? Macht ihm, glaube ich, aber auch auf jeden Fall Spaß. Zumindest der freundschaftliche... Nach romantischem Interesse fragen. Das testen wir jetzt einfach mal. Mal gucken, was da jetzt bei rauskommt. Was das bedeutet. Ja. Cooper weiß jetzt über die romantischen Orientierungen von Cleo Bescheid. Ich bin noch nicht in der Erkundungsphase und probiere ein paar Sachen aus. Okay. Ne, Cleo? Aber ich glaube, bisher stehen die Vibes eigentlich sehr gut. Zumindest macht es auf mich diesen Eindruck, auch wenn ich jetzt gerade nichts vom Spielsound höre. Ist komisch. Hallo Christa! Ja. Christa hat geheiratet, so wie das nach dem Namen aussieht, ja. Oh, wie süß!
schaut sie euch an. Sind sie nicht süß, die zwei? Ach Gott. Schön. Einfach süß, muss ich dazu sagen. Echt schön. Ui. Oh, sie nimmt's voll an. Wie schön. Wie schön. Ja, komm, dann machen wir nochmal eine tiefgründige Unterhaltung. Ja, da. Und sollen wir es wagen? Soll Kupi seinen ersten Kuss haben? Sollen wir es mal durch Körperwärme aufwärmen? Oh ja, das testen wir mal. Was ist hier? Ihm ist kalt, er muss auf Toilette und er ist müde. Okay, wir versuchen das jetzt mal mit Körperwärme. Oh, wie süß. Aufwärmen. Oh. Ja, komm, ich glaube, wir versuchen es. Ich glaube, wir würden die Cleo als erste Freundin vielleicht auch in Betracht ziehen. Er haucht ihr auf jeden Fall jetzt mal einen Kuss zu, um zu gucken, wie sie da so drauf reagiert. Okay, sie mag auf jeden Fall keine Geige. Ach, die beiden sind goldig zusammen, finde ich. Irgendwie. Oh, schön. Schaut mal. Oh, wow. Diese Sim ist einfach unwiderstehlich. Cooper ist total verknallt in Cleo. Och, wie süß. Wie süß. Steht es jetzt hier auch hier drinne? Ach, guck mal. Sie flirtet nur mit Männern. Aber rumschmusen würde sie mit Frauen als auch mit Männern. Darf ich ehrlich sein? Das macht für mich keinen Sinn. Das macht keinen Sinn irgendwie. Aber okay, gut. Turteltäubchen, eine Zusammenführung neugieriger Herzen. Das duftet nach einer wundervollen Romanze. Cooper Fox ist total verschossen in Cleo. Och Gott, wie süß. Ist der süß. Sie werden jetzt einmal die Nummern tauschen. Okay, ihr Süßen. Ich würde sagen, wir gehen ran. Wir machen nochmal ein bisschen was. Was Romantisches. Du kannst ihr mal den Hals küssen. Mal gucken, ob sie das zulassen würde. Dann macht er ihr nochmal ein Kompliment über das Aussehen. Und dann wird der Kupi sich, glaube ich, trauen. Er wird sie küssen. Ich weiß nicht, ob wir unter dem Mistelzweig machen sollen. Das ist immer sehr romantisch. Gerade auf dem Romantikfestival finde ich das, glaube ich, sehr passend. Wir testen es jetzt einfach mal. Auf, ihr Süßen. Kommt. Wir haben nicht mehr viel Aufnahmezeit. Ist der süß? Okay, das hat sie voll angenommen. Och Gott. Jetzt macht er das Kompliment über das Outfit. Und ich meine, jetzt käme unter Mistelzweig. Moment, da brauchen wir. Da müssen wir näher ran, um ihre Reaktion zu sehen. Oh ja, sie macht's. Ah, oh, wie süß. Oh, schön, 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 schön. Kubi hatte seinen ersten Kuss. Wie schön. Wie süß. Oder auch nicht erster Kuss. Okay, kein Fenster kam. Dann müssen wir doch das andere auswählen. Ersten Kuss erleben. Das machen wir jetzt. Ach, wie süß. Ja, du darfst danach auf Toilette, versprochen. Hier, schau, ich setze es dir schon rein. Oh, sie ist voll flirty, flirty unterwegs. Und er ist total selbstsicher. Ach, wie schön. Ach, wie schön. Ja, ich glaube... Ich glaube, unser Kupi ist auf Wolke 7. Wir schauen mal in seine Simologie, wie heißt das? Simologie, so heißt das. Also wir schauen mal gerade, was Kupi schon so hier hat. Er hat liebend und witzig, sozial bevorzugt, exklusive Beziehungen. Sims, die romantisch exklusiv sein wollen, gehen schlecht mit Polyamorie und offenen Beziehungen aller Art um. Sie brauchen Stabilität und starke Verpflichtungen. Mit anderen Worten, volle Exklusivität. Eifersucht kann sie leicht einholen. Sie träumen davon, ihre Ehe, ihre eine Liebe zu finden. Okay, also der Kubi ist nicht so der Typ für offene Beziehungen. Ich habe jetzt noch nichts hier, ob er eher bisexuell ist oder so. Wir geben ihm da noch ein bisschen Zeit, ein paar Folgen. Wenn nicht, würde ich es so einstellen, dass er für beides offen ist. Weil ich kann ihn mir da sehr gut drin vorstellen, dass er da bisexuell ist, dass er sowohl als auch.
Und ich würde sagen, jetzt geht er mal ganz schnell auf Toilette und ich glaube, die... Bitte geh nicht nach Hause, bleib noch bei uns. Ah, sie holt sich was zu essen. Okay, irgendjemand hat sich gerade erschreckt. Oh, wie siehst du denn aus, diese volle süße Kostüme an? Wer bist du denn? Die Asper. Du siehst ja süß aus in deinem Kostüm. Das ist eigentlich so ein Weihnachtskostüm, was ich beim Self-Sim dann anziehen wollte. Wir schauen jetzt mal, was die Dame so sagt. Hallo? Bitte? Gib uns einen Rat. Bin ich romantisch gut bedient oder nicht gut bedient? Was sagt sie? Oh, ui. Gute Neuigkeiten, oder? Gute Neuigkeiten? Hm, Feuer. Also er brennt für seine Beziehungen? Er ist mit Feuer und Leidenschaft dahinter? Er sucht die ewige Liebe? Zwei Herzen, die schlagen? Hat sie da... Was hat sie für Schuhe an? Die Socke? Oh. Was? Deine Aussichten in Sachen Lieben sind trostlos. Das ist doch jetzt negativ gemeint, oder? Die ihren Job wirklich richtig unter Kontrolle? Oder hat die überhaupt keine Ahnung? Okay, wir fragen sie jetzt nochmal um einen Rat. Ob der dann besser ausfällt, keine Ahnung. Wieder was mit Feuer. Zwei Herzen. Er denkt an eine Windel, also er denkt schon bei Kindern nach, oder wie? Aha, aha, aha. Ein weiser Mann sagte einmal, was ist Liebe? Liebe tut weh, Liebe ist Liebe. Also geh los und verbreite Liebe. Wow, toller Rat. Okay. Ach, sie ist gar nicht mehr da, oder was? Cleo, wo bist du hin? Wieso bist du schon gegangen, ohne Tschüss zu sagen? Das ist aber nicht nett. Okay, Kubi. Was hältst du denn, wenn du deiner Mama hier so ein paar Pflanzen mitbringst? Wollen wir nach Hause? Aber ich glaube, wir beenden auch zugleich die Folge hier an der Stelle. Also, wir schauen jetzt nochmal bei ihr rein. Wir haben die Frucht für die Mami dabei und schauen jetzt hier einmal rein in ihr Profil, was hier so steht. Also, sie ist auf jeden Fall, sie ist kleptomanisch. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber okay, gut. Sie ist nicht kokett. Sie mag... Alternativmusik, ist bei uns in der Gruppe drin und hat sexuelle Neigungen, flirten mit Männern, aber rumschmusen möchte sie auch mit Frauen, okay. Er findet sie als sehr attraktiv und sie sind aktuell Turteltäubchen. Und Gefühle von Cooper gegenüber Cleo, er ist total verknallt in sie. Okay, hätte auch nicht so gut laufen können, deshalb bin ich sehr froh. Und ich denke, unser Kubi ist total happy. Wir haben einen guten romantischen Balken. Wir haben einen sehr guten romantischen, also freundschaftlichen Balken aufbauen können. Und ich würde sagen, wir gehen mit Cleo auf ein nächstes offizielles Date. Da müssen wir sie wahrscheinlich erst zuvor wieder zu uns einladen und dann fragen. Und werden sie dann auch fragen, ob sie vielleicht ja unsere Freundin sein möchte. Und ja, ich denke, für die heutige Folge war es das. Ich möchte die Not-So-Berry-Folgen nicht so lange immer halten, immer nur das Wichtigste zeigen, da ich viel im Hintergrund immer mache mit den Sims und das halt auch anders das Let's Plays als wie Familie Winter und Familie Thompson. Ja, ich hoffe trotzdem, dass es dir gefallen hat. Schreib mir gern mal deine Meinung, wie das Date hier, oder sagen wir mal, das Treffen war. Es war ja nicht wirklich ein offizielles Date. Auf jeden Fall... Hat es geknallt zwischen den beiden. Man hat die Funken wörtlich sprießen sehen. Auch sie hat sogar zwischendurch mit ihm gefallen, was ich total süß fand. Sie haben sogar sich geküsst. Total toll. Und er ist total hin und weg. Deshalb, also, ich denke, als erste Freundin heißer Draht, weil sie die Nummern getauscht haben. Ich kann erster Kuss voller Leidenschaft und Glückseligkeit nach dem ersten Kuss mit jemandem Neuen. Was haben wir hier? Verhängnisvolle Romanze. Der Romantikguru hat Cooper Fox darüber informiert, dass seine Zukunft in Sachen Romantik voller Herausforderungen und Schwierigkeiten stecken. Na gut, Herausforderungen, stimmt, wir haben das Serienromantiker-Dings. Das ist schon eine Herausforderung, da hat sie schon recht, meiner Meinung nach. Okay, genug gebabbelt. Ich hoffe, die Folge hat dir wirklich gefallen. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Freue mich dann, wenn du wieder bei der nächsten Folge Not So Berry mit dabei bist oder bei einem der anderen Let's Plays. Und ja, wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Tschüss.